Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von. Ich habe den Namen vergessen. Oddworld, Strange Wars West. Wir sind ja immer noch in diesem blöden Kraftwerk, Wasserkraftwerk und haben uns weiter vorgekämpft. Und jetzt werden wir mal die Tür öffnen und werden mal langsam weitersehen. Und viel wird, wie gesagt, denke ich mal nicht mehr kommen in dem Spiel. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass da jetzt noch allzu viel kommen wird. Oh, wenn du da reinfällst. Oh, das Vieh ist wieder da. Bei den Vieh, da bringt das natürlich nichts, wenn ich das habe. Werde ich das jetzt nehmen. Nein. Muss mich befreien. Na, ach, dieses Dreckvieh. Muss mich hier raus befreien. Befreien. Muss mich befreien. Au. Das Vieh ist aber schnell. Noch schneller wie wir. Oh, Gottes Willen. Wo ich das Vieh doch vielleicht auch da reinlocken kann, oder? Ja, jetzt haut wieder ab, das Ding. Jetzt haben wir es vom Prinzip bis zur Hälfte. Du kannst ja das noch zweimal bekämpfen müssen, das Ding. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Dass wir das Ding noch zweimal bekämpfen müssen, ehe es da wirklich besiegt ist. Ach ne, es kommt wieder, das Ding. Und die Fassels können eigentlich auch was machen. Ah, die Fassels bringen doch nichts. Die machen keinen Schaden bei dem. Fassels machen leider keinen Schaden. Ach, so nah will ich dich nicht haben. Ich finde dich nicht so attraktiv. Scheiß Ding. Muss ich wirklich noch ganz leicht streifen und schön bist du eingeschleimt. Hey! Na ja, muss ja den ganzen Weg nochmal laufen. Kann mich wenigstens gesund machen. So. Lauf ich den Weg, halt noch mal hoch. Mir doch egal, mir doch egal. Das kommt nach rechts, ist er sieht. Und tot. Du hässliches, verdammtes, hässliches Scheißvieh, was auch immer du eigentlich darstellen sollst. Tja, nun ist es tot. Das zweite. So ein hässliches Ding.
das Ding ist hoffentlich tot. Ich hoffe zumindest. Ach, sieht mir zumindest danach aus. Ich weiß, ich bekomme ein bisschen Schaden durch den elektrischen Schlag, den ich da bekomme, aber na gut. Es ist mir wert. Und speichern. Ah, hier geht es auch wieder hoch. Mal sehen, wie lange das jetzt noch geht, dass man solche Dinger bekämpfen müssen. Und dann langsam Schluss ist. Und da muss ich ganz ehrlich sein, das ist ein bisschen vom Gameplay ein bisschen ermüdend dann. Du bist so tot wie man. Einsaugen. Speicher. Der ist auch hinüber, den sage ich trotzdem ein. Oh, der ist schon weg. Was, ich gehe mit dem Ort unter, warum das? Was habe ich denn mit diesem Ort zu tun? Und einsaugen. Eure Rechenkapazität wird sinken. Und der Komfort in den Büros auch. Deswegen ist der PC-Markt dann explodiert. Ah, verstehe, weil solche wie ich alles kaputt machen hier. Deshalb. Ja, da geht's ja doch hoch. Wie gesagt, beim Bissen ist es dann auch sehr ermüdend mit diesen Mechaniken, sag ich, wo es dann. Oh, immer noch Spaß macht, klar, aber ist schon ein bisschen abnützt mit der Zeit dann. Ja, wir sind eigentlich im Prinzip fast durch, wo wir hier entlang sollten. Bestimmt noch der Bosskampf gegen diesen Sektor wahrscheinlich, dann muss das wohl gewesen sein. Das war eigentlich dann so schlimm. Wie gesagt, das Spiel hat mich unterhalten und oh, mal sehen, wie lange es noch geht. Das ist ja doch so, ist von elend lange. Dass man, wie gesagt, das hätte verbessern können, dass man sagen, gut, du kannst dieses Einsaugen irgendwie verbessern. Das wäre nicht schlecht, aber so, das dauert sowas von lange, manchmal dieses Einsaugen. Ich denke, Mann, mach doch mal hin. Wenn du zu tot gehst, ist das schneller, klar, weil sie sich da nicht wehren. Aber wie die noch leben, das dauert sowas von lange, dieses blöde Einsaugen. Da nichts weiter jetzt. Nee. Hier noch irgendwas? Nee. Jo.
sind meine Freunde da, die das Loch gesprengt haben. Ja. Da sind sie tot. Auch schon einiges kaputt gesprengt hier. Das wirklich verscholzen kann sich der Sektor nicht mehr ewig. Na, jetzt geht's hoch mit dem Fahrstuhl. Vielleicht im Endkampf entgegen. Achtung an das Sicherheitspersonal! Wir haben einen... Wieder! Tja, Sektor 13 ist auch im Eimer. Überall kommen sie jetzt reingestürmt. Jetzt geht's den an den Kram, den Kerlchen hier. Okay, wir sind wieder in Geschäft! Ach du Scheiße. Es geht noch Zeit. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas, wenn es noch Zeit geht. Oh, ich hasse es. Verpiss dich! Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich denn eigentlich hin? Na komm! Kurz gesagt, muss ich mich trotzdem jetzt. Wo muss ich hin? Hau ab! Ich weiß nicht, wie knapp die Zeit bemisst ist, weshalb ich jetzt auch keine Kämpfe aktivieren möchte, jetzt absolvieren. Lauf doch zu, du blöde Sau. Jetzt so bin ich langsam unterwegs, wenn ich so durch die Gegend stapfe hier. Stehen bleiben, das dauert auch wieder, ehe du dich regenerierst. Das frisst auch wieder Zeit. Hoffentlich ist die Zeit, die nicht zuknippen müssen hier. Ach, das meine ich, das ist so knapp bemessen. Was soll denn der Scheiß? Ach, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Was soll dieser Quatsch eigentlich, wenn das so knapp bemessen ist, muss ich denken, was... Ich weiß nicht. Tut mir leid, das ist mir einfach so viel gesagt. Quatsch eigentlich soll. Da sollst du am besten durchrasen, aber du kannst nicht durchrasen, wenn du einmal irgendein Gegendramm so, sich so ein Stromding trifft, dann kannst du es auch vergessen, weil dann wird da wieder langsamer alles. Also... Du musst auch den Weg mehr oder weniger auswendig kennen, dass du ungefähr... Wie jetzt habe ich den Blöd mal gerammt und ich bin langsamer geworden. Also, wobei, das ist immer noch besser wie eben, also.
muss er wirklich den Weg am besten kennen, dass er genau weiß, wo muss ich lang. Jetzt laufe ich über diese blöde Schranktür davor. Ich muss natürlich jetzt die vier langen. Ich muss hoffen, dass ich einmal durchkomme hier. Und ich bin wieder tot. Das war ich. Das finde ich wirklich schwachsinnig jetzt. Meinst du hier, ich habe nur so viel Zeit, das ging aber unverwollt schön anderen Zeilen, schon sowas von auf dem Senkel. Aber hier, das weiß nicht. Und für viele mag es vielleicht cool sein oder irgendwas, aber für mich muss ich sagen, es ist einfach noch so eine Zeitarie hier. Sich halt nirgends wirklich hinstellen, nicht mal gesund zu machen, weil irgendwo einer steht, der dich angreifen will. Das muss ich sagen, das weiß nicht. Wie gesagt, so gefällt mir da nicht so ganz. Denn es ist aber jetzt eine Sache, wo ich nicht genau weiß, wo ich eigentlich hingehen soll, um ehrlich zu sein. Ich hoffe mal, dass ich jetzt richtig bin. Ich wusste nicht, wo es sonst hin soll. Also die Bienen sind nicht stark genug, um das Ding kaputt zu machen. Naja, gut. Macht Sinn. Macht Sinn, ich kann doch die Dinger alles nicht in die Luft springen ohne mein Zepfliege. Überall Scharfschützen, die einfach auf den Sack gehen. Wie gesagt, das ist das, was ich irgendwie nicht so schön finde hier. Was eigentlich soll ich am besten rennen, wann nicht, wann muss ich vielleicht doch mal kämpfen und wo muss ich eigentlich hin und... Meine klar ist episch, alles gut, episch hier und episch da, aber... Ich hoffe, dass ich bald da bin, ehrlich gesagt. Das trübt ehrlich gesagt den Spielspaß schon irgendwo, jetzt hat er den wieder... gehauen und getroffen ist, rennt er wieder nicht. Jetzt braucht er wieder eine halbe Ewigkeit, ihr Anlauf, dass er rennen kann. Ich gesagt, das finde ich ehrlich gesagt wirklich ziemlich zum Kotzen. Und wenn du rennst, kannst du ja auch dein Ausdauer nicht regenerieren, dass du dich wieder gesund machen kannst. Dann hängst du irgendwo fest. Dann bist du natürlich wieder getroffen, bist natürlich wieder tot, weil einer direkt vor dir steht. Wie gesagt, das finde ich ehrlich gesagt wirklich total zum Kotzen. Ja, denn selbst wenn ich rutsche, ich regeneriere keine Ausdauer dabei. Das ist auch, wo ich mir denke, weiß nicht, muss sowas sein. Jetzt wirklich mal ernst, muss sowas wirklich sein. Das sind ja die blöden Geschütze. Heiße Kartoffel! Meine dreckige Unterwäsche! Hier bin ich so fett, da komme ich nicht durch. Ja, aber das finde ich dann nicht so schön. Da muss ich ganz ehrlich, das finde ich ja nicht so schön. Das ist dort, weiß nicht. Da frage ich mich wirklich, was das eigentlich soll. Denn eigentlich müssen wir mich gesund machen, aber Ausdauer ist ja fast nicht alles so. Wenn ich ganz ehrlich sage, das verstehe ich nicht, was das soll. Ich habe nur zu den Speichern und hoffen, dass ich irgendwie durchkomme hier. Was aber momentan nicht so der Fall ist. Ich sag das, weiß nicht. Ihr könnt es nicht anders sehen, aber für mich ist das irgendwie unsinnig hier. Und das macht eigentlich sag ich, jetzt auch keinen Spaß, diese Passage. Die finde ich einfach nur zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für manche Gegner stehen so schön, dass du die gar nicht siehst.
die treffen dich so gut, weil das wieder solche MG-Typen sind, wie es bei diesen Bild-West-Typen war, dass du diese MG-Typen hattest. Griff meine dreckige Unterwäsche. Jetzt, wo ich mir denke, renn doch einfach nur zu und humpel. Rempel dich in jeden anderen, renn einfach nur zu, du Blödmann. Jetzt hat er wieder den angeremmelt, weil der wieder den ganz leicht gestreift hat. Anstatt wenn ich schon wie so ein Rambock rumrenne, so von der Logik her, mit meinen Sachen, da macht es doch viel mehr Sinn vom Prinzip, wenn ich ehrlich bin, wenn ich doch sage, komm, ich wie so ein Stier, so ein Rambock, ich schmeiß jeden um und gut ist. Aber nein. Ich weiß eigentlich, wie lange der Weg noch geht jetzt, ehrlich gesagt. Wie weit ich da jetzt noch kommen muss. Sind die Scharfschützen, waren die so schnell fertig? Wie willst du denn da durchkommen? Was ist denn das eigentlich für ein Quatsch? Das kommst du doch nie im Leben durch. Falls es so gut scheint, dass wieso nicht mehr bis da hoch. Also, tut mir leid, es ist mir wirklich zu hoch hier. Entweder muss ich da vielleicht gucken, ob es irgendwelche Sheets gibt, dass ich mich einfach unsterblich mache, oder ich muss irgendwie zusehen, dass ich dann, keine Ahnung, mir irgendwie ein Video ansehe, dass ich da weiß, wie ich das schaffen soll. Das ist ja wirklich total dämlich. Auch wenn wir sagen, gut, dann machst du doch mit dem Scharfschützengewehr weg. Ja, ich habe auch nicht so viel Zeit, mit dem Scharfschützengewehr eigentlich zu schießen. Weil ich nun mal so schön links weiter müsste. Und der wackelt alles, da siehst du sowieso nichts wirklich. Also, wie gesagt, das Ende jetzt, muss ich sagen, finde ich total zu kotzen. Bin ich ganz ehrlich, das ist einfach nur bescheuert. So ein gutes Spiel, was sieht aber so verhunzen, wo man sich denkt, warum? Warum? Da bin ich wieder tot. Fand ihr der Marenta, Kerl? Na gut, jetzt weiß ich, wenn ich hochgehen, hüpfen schneller, bin ich schneller. Das hätte ich auch mal vorher wissen können. Und selbst da schaffst du es nicht hoch. Ja genau, holt noch ein Panzer und am besten noch 30 andere Sachen. Achso, ich war, bin gestorben, ich dachte, ich hätte es endlich geschafft. Gib dich auf, Steve. In den paar Sekunden schaffst du sowieso nicht mehr. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich da noch brauche. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, musst du wahrscheinlich hunderte Mal versuchen, um das dann vielleicht irgendwie zu schaffen. Denn so, wie willst du das schaffen? Das ist unser blöder Panzer da oben. Ja, es bleibt doch stehen, deswegen. Ja, es kommt, dass du zerschossen wirst. Ja, da muss ich ganz ehrlich, in diesem Fall muss ich wirklich mal erstmal die Folge beenden und zweitens entweder wirklich, wie gesagt, nach Sheets gucken oder dass sie so oft versuchen, diesen ganzen Quatsch, dass ich das irgendwie schaffe, durchzukommen. Wobei selbst dann ist die Frage, wann will ich euch das zeigen, dann, wann ich es geschafft habe, also den Erfolg dann. Und dann, oder ich gucke vielleicht im Internet nach irgendwelchen anderen Let's Plays, dass ich mal sehe, wie die das machen. Wie das zu schaffen sein soll, oder eine Lösung oder irgendwas. Weil das ist, wie gesagt, das ist für mich totaler Schwachsinn hier. Es ist so ein schönes Spiel hier, aber so eine Passage zum Beispiel doch zwischendurch, wo die dich so schnell kaputt machen, wo du dich auch nicht heilen kannst, weil du hast fast keine Ausdauer.
Und die Ausdauer brauche ich, um mich gesund zu machen. Und da hast du das ganze Geld, den ganzen Quatsch eingesammelt, dass du das alles wieder verlierst und eigentlich quasi für nichts gemacht hast. Nur, dass ich dann ohne Ausdauer, ohne Heilung quasi dastehe. Also das, weiß ich, verstehe den Sinn dahinter nicht. Naja, vielleicht hat es euch wenigstens gefallen, wenn ich mich ärgere hier und graue Haare bekomme deswegen. Gut, also macht's gut. Bis dann. Tschüss.